Pille, da bin ich wieder. Und jetzt geht's ab mit dem Zeppelin. Der sieht aber ganz stark aus, so eine Art Mission aus Kälte-Matanz. Raumschiff. Oh. Keine Ahnung, wird klar machen. Hardrock. Okay, der Endkampf. Ist das schon der Endkampf? Schlecht wäre es nicht. So toll ist das Spiel nämlich wirklich nicht. Okay, raus. Oh ja, klar, ist ein bisschen gewachsen. Versuch. Das ist jetzt allerdings ein bisschen hier der Gott, der Bossmodus von God of War. Geschichte erzählen, eins Taschen, meine Lieblingswand, aber ich bin immer noch dabei, also ich schieße halt nicht. Schreckliche Sache. Das ist natürlich brutal nervig. Ist das denn?
ehrlich. Kampf. Bitte so langweilig. Okay, kein Problem. Mir macht das Spaß und Freude. Und ich hatte heute nichts mehr zu tun. Das ist anscheinend die Sonne. Dann gehe ich bald hin. Und die Fische. Wir machen noch Platz. Ja. Ende. Geschafft habe oder sowas in der nächsten Phase. Okay. Alles klar, ich probier's. Ich hab was gegessen. Frisch, bin fit. Okay. Ich hab mir noch mal ein paar Gedanken gemacht. Und bei dem kommt der dann am Hintern das Rückgrat oder was das ist. Ich versuch dann mal das zu schlagen. Bevor ich probieren, was geklappt wird, ist das quasi schnell weg. Ich probier's nochmal. Thank you.
Fleischwege machen. Da kann ich natürlich ewig tun. Ich dachte, du musst es auch immer schlagen. Und das ist die Welt. Haha, noch ein Boss hat mich nicht so scheiße. Ich habe Zephyros besiegt. Klasse. Super. Das war's? Ernsthaft? Das war's? Ist jetzt fertig? Okay. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? Ungefähr 3 Stunden, vielleicht 4 Stunden. Aber nur weil ich aber echt schlecht bin. Wie gesagt, so spiele ich, bin da echt mies. Da musst du die Taktik alles selber beibringen und alles machen. Okay, 4 Stunden. Ach du Kacke. Okay, also, das lohnt sich nicht. Ist cool. Das war das Beste, was gerade kommt. Wie das Spiel sich entwickelt, wie es vorangeht und so. Aber der Rest. Ja. Die Geschichte fand ich jetzt großartig. Liebesgeschichte gab es ja keine. Okay, die Keres war natürlich traurig, dass sie gestorben ist. Das war jetzt nicht so dramatisch, also. Aber so in der Richtung, wenn ihr mal richtig was Cooles angucken wollt, dann schaut euch Sword Art Online an. Ist klasse. Gerade die Folge mit der Waffenschmiede, ja, die sich dann verliebt in Kirito Kun. Super geil. Ja. Und überhaupt ist richtig gut. Und was ich auch echt klasse finde, ist Kaon. Okay, das ist was ganz anderes, halt ein bisschen eine kitschige Geschichte. Und ja, trotzdem, es ist etwas, war einfach klasse. Ich habe da jede Folge echt genossen. Also wirklich jede Folge. War richtig geil. Ja. Also Sword Art Online ist geil. Kaon ist geil. Evoland ist... Ich fand, ja, es war schon okay. Also auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich... Boah, da kann man schon, also... Ohne es jetzt schlecht zu machen, aber eine gute 4 kann man schon geben. Danke fürs Zuschauen. Diese Aufgabe ist erledigt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Das nächste Mal
keine Ahnung. Was soll ich denn machen als nächstes? Vielleicht Tomb Raider? Ach, Tomb Raider? Alles klar, bis zum nächsten Mal, Tomb Raider. Ciao.